Moin Moin Leute, willkommen zurück hier bei Manni und Gülis Forst Imperium zusammen mit dem Manni. Und genau. So, Manni? Genau. Sitzen bleiben. Ich komme mit meiner dicke Wampe hier nicht durchs Tor. Ja, weil du immer fetter wirst. Mega schon, du. Hallo? So. Du schreibst das hier mal. Was ist das? Das ist jetzt, weil ich ein Tag Chef sein darf. Jegliche Entscheidungen, die jetzt hier heute getroffen werden, sind rechtskräftig. Auch wenn du nachher wieder den Posten übernimmst, kannst du an das nichts mehr rütteln. Einmal unterschreiben, bitte. So. Manni! Ja? Hör mal auf, über alles zu zerreißen, was ich dir gebe. Genau. Mach ein Arsch. Ich bin Chef. Ehrlich, muss hängen. So, nicht mal, wenn ich da draußen ist, verlass! Das will ich jetzt hier einfach mal ankündigen! Verdammt mich noch einmal! Wie könnt ihr alle echt den Kindern aus der Chef schreiben? So, jetzt haben wir einen Salat. Einmal, ein Tag hier darf der Günther Chef sein. So, und deswegen werde ich jetzt eins machen. Ich werde jetzt an die Arbeit gehen, meine Ohrstöpsel reinmachen. Nee, nix arbeiten. Ins Bettchen, ne? Du kleine Maus. Machst du ins Bett? Was sagst du? Ich leg dich alles, mein Schatz, hier. Wir gehen, machen die Tür wieder zu. Machst du die Tür wieder zu? Ja. Die Kleine hat gerade angerufen. Ja, sie wollte noch was sagen, dass sie am Baby liebt. Gell? Oh, ist das süß. Ja. Was willst du, einmal, Junge? Machst du noch einmal Privatgespräche während der Arbeit? Kriegst du eine Abmahnung? Ist das klar? So, jetzt setze ich in den Bauwagen. Ich habe verschiedene Bierbrauereien angerufen. Die bringen heute Proben vorbei. Was schön. So. Ich lasse diese Eltern über mich gehen. Setz dich jetzt dahin. Doch, genau. Auf den Chefplatz. Dennoch. Ich sag dir, du kriegst alles Thema wieder. Überlege. Ja. Oh, überlege dir ganz genau, was du machst. Was willst du denn? Jetzt setz dich auf den Fensack. Setz dich. Ja, Mann. Ah, ich bin auf dem Chefstuhl hier. So. Ah, erstmal die Schlagersüßtafel hier anschlabulieren. Alter. Ist das schön. Alter. Oh. So, Manni. Soll ich dir sagen, was ich jetzt mach? Was? So, ich nehme jetzt hier deine Cola-Flasche. Mach die auf. So, hab den kompletten Hals abgeleckt und stell's wieder hin. Manni. Ja. So, Manni. Ja. Wir müssen jetzt über die Zukunft dieser Firma reden. Also Kinder. Dafür. Dass wir das hier komplett umstrukturieren in eine Privatbrauerei. Genau, du darfst eine Schicht der Chef sein. Du wirst nichts verkaufen, du wirst nichts umstrukturieren, du wirst niemand einstellen und entlassen oder sonstige Geschichten. Sag einfach, was wir heute machen und halt die Klappe. Ja gut, dann gehen wir jetzt gleich. Ach, genau, einstellen. Ich weiß was. Guck mal hier, ich habe Bewerbungsgespräche geführt, während du weg warst, also gestern. Ich habe hier mal die schönsten Bewerberinnen ausgelost. Hier lege ich sie mal hin, das sind drei Stück. Die habe ich ausgelost nach BH-Größe. Jetzt darfst du doch entscheiden. Tja. Also Referenzen haben sie alle nix, aber sehen gut aus. Ich sehe schon, kein Abschluss, BH-Größe. Wieso geben die alle überhaupt ihre BH-Größe in der Bewerbung an? Habe ich gesagt, dass sie das sollen. Kein Abschluss, BH-Größe D. Fand ich ganz gut. Wieso steht hier rot, engere Auswahl? Kein Abschluss, drei Kinder, Hartz-IV-Empfängerung, BH-Größe I. Alles klar. So. Was hier? Kein Bock zu arbeiten, aber ich brauche einen Zettel fürs Arbeitsamt. Abschluss habe ich auch keinen, BH-Größe Doppel D. Sag mal, willst du mich verarschen, Günther? Manni, das sind gute Frauen, die brauchen mal eine Chance. Ich möchte bitte gerne arbeiten, Günther. Kannst du mir bitte irgendeine Arbeit geben, wir gehen jetzt die arbeiten mit Holz zu tun hat? Ja. Okay.
Ups. Ja, kommt da noch was oder stehen wir und wachsen wir jetzt hier gerade auf der Betonfläche an? Oder wie wird das jetzt? Also pass auf, da wir im Moment noch keinen neuen Auftrag haben. Nee. Und ich ja nicht einfach irgendwas kaufen darf. Das Sägewerk verarbeitet ja gerade das Holz, genau. Um sich umzustrukturieren. Die wollen ja, umbauen, eine große Umbau. Aber ein bisschen Holz brauchen wir ja trotzdem auf Lager. Da habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich als Chef jetzt hier mir so ein Holzlagerchen kaufe und dass wir da schon mal was reinfüllen. Naja. Was hältst du davon? Ich sag mal, als kleiner, nicht entscheidender Mitarbeiter, ja, kann man machen, ne? Ja. Ja. Die Frage ist nur, wo stellen wir das hin? Sag mal, Günther, bist du ja komplett überfordert mit der Rolle? Du bist doch sowas, Günther. Merkst du erst mal, was dahinter steckt, Junge? Du bist komplett planlos. Das ist nämlich ein ganz hohes Ding ist das nämlich. Ja, keine Ahnung hast du. So, ich nehme jetzt das Ding hier und mache mich im Wald. Kennst du mich mal? Manni, so, warte mal. Bau deinen Holzlager und lass mich in Ruhe. Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe eine bessere Idee. Was denn du wieder? Steig noch mal kurz aus. Ja, warte, ich bin aber gerade eingestiegen. Ich muss ja noch einen Knopf drücken zum Vorglühen. Wenn ich jetzt loslasse, muss ich wieder neu anfangen. Pump mir mal einen Zehner. Was soll ich machen? Mir einen Zehner pumpen. Oh, Alter. Ich bin dein Chef. Ja. Danke. Ich kauf was. Kann ich jetzt los? Du? Ja. Günther, was hast du jetzt gemacht? Haben wir von deinen Zehner eine Fabrik gekauft. Bist du harter, Alter? Du kannst dich einfach hier so eine Fabrik hinballern. Das glaubt uns doch keiner. Die entsteht aus, nicht aus nichts. Günther, wir machen uns ja komplett unglaubwürdig. Wir holen hier Angebote ein. Wir schließen hier Verträge ab. Und du lässt jetzt einfach wie David Copperfield hier eine Fabrik auf der Augen. Du bist doch ein schwitzend Reifen. Doch. Nee, jetzt haben die verliert unsere ganze Glaubwürdigkeit, Günther. Manni? Die denken doch, das ist ein Spiel. Ja, was denn? Dann kauf mal einen Holztrailer. Kauf doch das scheiß Holzlager jetzt. Und aus dem haben wir einen Holztrailer. Gut, ich kauf das Holzlager. So, nee, wir haben keinen mehr. Naja, ja, wir haben schon noch einen, der ist aber voll. Dann kauf doch nachher oder was weiß ich, oder... Ach, nee, kauf am besten gar nicht, wir haben kein Geld. Ich hab hier was geholt. Guck jetzt heute, Lara, wir schnappeln jetzt erstmal hier ein paar Stämmchen weg. So. Oder lad die Stämme am Sägewerk ab, die brauchen unseren Trailer nicht. Jetzt wisst ihr noch nicht, können wir hier noch ein bisschen machen, hä? Wollen wir hier am Ladeplatz noch ein bisschen was? Oder wollen wir eher anders hin? Da gehen wir jetzt hin. Ladeplatz, Holz. Du bist der Chef, wo machen wir Holz? Bei einer Holzstämme. Wo? Bei dem Platz, wo das Biofass da steht. Ha. Weil die Plätze sind ja schon sonst nummeriert, gell? Aber egal. Ist ja bestimmt noch nicht aufgefallen als ignoranter, immer Bier trinkender Mitarbeiter. Ja. Alles klar, Chefbeleidigung. Ich bring direkt schon mal eine Abmahnung mit. Du hast gesagt! So. Wisst ihr, was ich mir mal anhören muss, Junge? Ja, bist du selber schon, wenn du es zulässt. So, warte mal. Ich bin ein Chef knallhart. Naja. Oh, diesmal fahren wir das Ding richtig hier. Oh Gott. Jetzt fahren wir alles weg, jetzt fahren wir wieder hoch. Ey, hier war's der Blöde. Warte, ich komme her. Mensch, ja, die Spanngurte sind auch noch festgezort, ey. Muss man hier nur alles alleine machen, ey. Ja, wenn ich's mach, dann richtig. Ja, wenn du nichts machst, dann richtig, meinst du? So. Das ging ja ein bisschen schief. Ne, warte mal, Günther. Jetzt. Günther, holst du das Ding mal runter jetzt oder wie ist ja, das? Ja, ich musste eben drehen, weil davor war ja noch die Winde. Alter, hör doch mal auf, hier mal am Arsch rumzufummeln. So. Ja. Wir machen das jetzt mal richtige Holzfällearbeit. Bevor du jetzt irgendeinen Baum hier nimmst, du quatsch jetzt mal kein Ja. Du musst ihn abklopfen und gucken, ob da
keine Tiere dran sind, ne? Du kannst, wenn du klopfst, das hast du ja auch damals, erste Lehrjahr, Försterarbeiter gelernt. Ja, wenn es ein bisschen hohler klopft, dann ist der infiziert mit was? Richtig, mit dem Borkenkäfer. Und da oder ich habe nicht auf den Baum geklopft, sondern auf deinen Kopf. Das war jetzt wieder ganz schön gemein. Sollte da das Hohl klingen, gehst du zum Auto. Was für Hoten klingen? Hohl klingen. Achso, Entschuldigung. Dann gehst du zum ja, Auto. Ja, musst du mich ja natürlich auch so doof stellen wie du. Na egal. Ja, ha? Und dann holst du das Giftspray. Da, wo drauf steht, hochentzündlich, ätzend und schädlich für die Umwelt. Das nimmst du und sprühst den Baum damit ein. Genau. Würdest du bitte in deiner cheflichen Gütigkeit diesen Trailer mal hierher fahren? Welchen Trailer? Der da steht. Der Anhänger. Kannst du bitte den Anhänger mal hierher fahren, Günther? Ja. So. Hast du das jetzt abgeklopft? Ja, ich hab doch geklopft, hast du gehört? Gut. Ja. Waren das Schädlinge zu hören? Nee. Rückwärts. Naja, vergiss es einfach wieder. So, warte. Was hat denn? Ja, Brennholz! Gleich auf die richtige Länge geschnitten. Hör mal. Was denn? Hab ich gesagt, dass du das machen sollst? Ja, wie? Ne, du hast doch gesagt, wir wollen Holz fürs Lager. Nicht, oder was? Ist das falsch? Lass uns erstmal ein bisschen Brennholz machen, ja. Brauchen wir doch. Nicht. Ich bin mit dir einverstanden. Kannst du mal in den Baum klopfen? Sonst müssen wir mal aussteigen. Ja, warte, ich klopf. Er ist gut. Oh, der klang ein bisschen höher wie der andere. Na gut, wenn du sagst. Der ist gut. So, du stehst halt auch einfach falsch rum. Aber naja, gut. Ja. Wo ist er denn hin? Ach, da. Ja. Stopp in den Neighborhood. So. Guck mal, wird ein schönes Brennholz, wird das. Das kannst du gleich auffahren. Zum, Dings hier. Wir haben doch gesagt, wir liefern den Brennholz, aus dem Angebot. Verstehst du, dass die da schlafen können, kostenlos? Dass wir die Kosten nicht haben, verstehst du das? Günther. Können wir dir nicht ein bisschen alten Zeitungspapier geben, brennt auch. Ah, bestimmt. Und dafür geben die uns als Entschädigung, lassen die da für 5000 Euro oder wie viel die kostenlos schlafen. Würde ich auch so machen. Ich gehe davon aus. Ja. Manni. Ja, aber denn, das ist alles hier gekonnt. So, wir bräuchten eigentlich noch einen viel größeren Anhänger. Also in der ist eigentlich nicht so geeignet für Stückgut. Aber naja, geht schon. Das eh nicht mehr. So. Immer schön rein hier in die Pinne. Manni? Ja. Bereite dich schon mal aufs Feierabend vor, ne? Günther, wir haben doch noch gar nicht gemacht. Hier wird pünktlich Feierabend gemacht. Ich habe gleich noch Vertreter hier sitzen für Baumaschinen und so. Günther, verarsch mich nicht. Hast du gehört? Da wollen wir keinen Spaß drüber, Günther. Ne. Wird aufgemotzt. Was machst du da? Du musst gedrückt halten. Ja, erzähl mir, wie die Maschine funktioniert, am besten. Werd dich für den Lehrgang an, du. So. Und weiter geht's. Zack. Zack. So, Günther, was hast du am Wochenende geplant? Erzähl mal, hä? Wieder jeden erstmal rum erzählen,
dass du hier mal Chef spielen durftest, hä? Nee, Manni, dafür ist keine Zeit als Chef. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. Ich muss hier noch Aufträge bearbeiten. Dann muss ich noch ein paar geschäftliche Mails schreiben. Hier, was für Aufträge, wenn ich mal fragen darf? Was? Was für Aufträge, wenn ich fragen darf? Ich heute kriegen werde, wenn die Kunden da sind, wenn gleich Feierabend ist. Ach so. Der Tag geht nämlich bis 0 Uhr. Oh, das ist schön. Da kann ich Feierabend machen und du musst noch weiterarbeiten. Haha, ich gehe dann auf jeden Fall in die Kneipe knobeln. Was nee, denn? Oh, freue ich mich schon auf meine 8, 9, 12, 18 Bier, die ich heute trinken werde. Günther. Und dann beim Knobeln. Gell? Günther. Beim Knobeln. Oh, ich sage dir, da war er letztens. Gell? Günther. Hörst du mir zu? Ich höre dir zu. Ja, letztens. Da gab es ein Pony zu gewinnen. Günther. Das werde ich heute gleich mal probieren. Günther. Ja. Kannst du mir mal bitte den Gehaltsvorschuss geben? Ich habe kein Geld mehr. Ich muss heute beim Knobeln. Ich brauche ein bisschen was zum Einsatz. Nee. Bitte, Günther. Nee. Günther, kriegst du Urlaub? Nee. Sonntag? Was? Ich möchte Urlaub. Es gibt keinen Urlaub. Ja, wie gibt keinen Urlaub? Nee. Ich möchte aber Urlaub, bitte. Ich bin nicht. Wer Urlaub will, der muss doch arbeiten, ne? Das sehe ich hier bei dir gerade nicht. Ich weiß nicht, wer von uns mit seiner Wampe gerade den LKW lenkt. Ja, ich? Ja. Das sind Privilegien als Chef. Ich musste mich hocharbeiten für sowas. Früher habe ich auch solche Maschinen bedient. Ja. Aber wenn du hart arbeitest und immer am Mann bleibst, dann kriegst du auch mal so eine Position wie ich und dann musst du nicht mehr. Dann hast du auch jemanden, der dafür dich macht. Das fällt daneben. Aha. Guck doch mal ein bisschen. Siehst du, darum bin ich Chef. Du bist Chef. Aus dem anderen Grund. Also halt die Klappe! Mann! So, letzte Baum, Feierabend jetzt. Da gar nicht voll die Kacke, ja, fahr doch mal bitte Menschen. So. Ja, na gut, bis das Rest dahin, da geh ich in die Kneipe jetzt. So, vor und hinten ein bisschen ruckeln, damit der Platz ist, ne? So. 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 Bauwagen, Manni. Na, willst du jetzt nicht wenigstens runterfahren? Ja, können wir morgen mal, da passt doch mal mehr was rein. Ja, das reicht erstmal, das muss ja doch gespalten werden. Das ist ja jetzt ein Meter. Die brauchen ja maximal 50 Stücken, das muss ja alles ja, noch und gespalten werden. Dann fahr's eben runter. Mann. Oh. Gesundheit, wird mir bloß oh, Günther, nicht krank. Ich glaube, ich bin krank. Nee. Doch, Günther, ich glaube, ich bin krank. Ja, oh, Günther, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich muss mal anderthalb Monate zu Hause bleiben, Günther. Walli. Ich mal auskurieren. Ich glaube, ich habe auch Burnout. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Günther, ich glaube, ich habe Burnout. Alles, was heute Nacht nach 12 Uhr passiert, ist mir egal. So. Und fährst du doch den jetzt? Ich guck dir die an. 3 Tage steht das Ding hier schon. Meinst du, die haben da irgendwas dran gemacht? Ja, die sind... Kinder, wenn du dich ständig im Lager hinten hocken würdest bei denen und würdest die von der Arbeit abhalten. Was machst du da? Nix, warum? Was denn? Was denn? Kinder? Warte. Oh, weißt du, was er gut hier ist? Jetzt bin ich Chef, kann ich im Auto parzen. Oh. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, Manni, ey. Und ich kann Bier verschütten, guck mal. Ja, genau. Das gibt eine extra Schicht. Mit Fahrzeuge sauber machen ab 0 Uhr. Ja, aber nur für dich, du. So. Ach ja, du musst heute länger machen und den Wagen hier mal sauber machen. Und häng mal einen Duftbaum rein. Hier qualmt immer so ein Spinner drin. Manni, wohin fährst du das denn jetzt hier? Ja, bleiben Sie ruhig. Kinder! Manni? Ja? Günther! Hilfe! Günther, hilf mir!
Kinder, ich hab Angst. Kinder, hilf mir. Das geht doch nicht. Kinder, hilf mir. Ich heiz nicht mehr lange, meine Arme werden immer schwächer. Achso, ne, ich hänge an Rädern. Aber Kinder, kannst du mir helfen, bitte? Warum? Was mach ich? Kinder, du hast mich geschubbt. Das Holz ist verkauft. Manni, so geht das nicht. Da zieh ich dir vom Gehalt ab. Ich mach Feierabend. Tschüss, bis du merkst, die Kneipe. So. Oh, ist mein schönes, kühles Blendes. Oh, geil. Manni, die Tür so. Licht an. Gut. Engel, Erich hin. Erich? Der Platz gefällt mir. Ja. Nicht tun. Genau, der ist spukt. Paranormale Activity. Das leiert alles aus. Ja, komm jetzt her. Quatsch, kein Zeitlocker. Ja, gut, meine lieben Freunde. Das war Rüdi, Eintagschef. Sag bitte Manni. Nichts geworden. Sinnlos. Bis dahin. Heute am Livestream, Freunde, 20 Uhr auf Twitch. Und morgen bei Günther Livestream auf Twitch. Und wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.